und herzlich willkommen bei Frau Jannik Probiert's aus, probier's auch. Und heute gibt es Pasta e Basta. Ganz einfach gemacht, super leckere Bolognese mache ich heute. Aber ich mache eine Bolognese, die vegan ist, ohne Fleisch. Und zwar benutze ich Tofu heute und rote Linsen. Ich sage euch dann auch später, wie ihr das Ganze auch noch abwandeln könnt und so weiter. Richtig genial, richtig lecker. Könnt gleich größere Mengen machen, dann habt ihr auch mehrere Tage was davon. Richtig gut, müsst ihr also unbedingt einmal ausprobieren. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes kümmere ich mich um den Tofu. Und zwar habe ich jetzt hier so einen Block Tofu gekauft. Und das ist Naturtofu und den werde ich jetzt erstmal klein machen. Entweder ein bisschen schneiden oder mit der Gabel zerdrücken, sodass es dann eben aussieht wie Hackfleisch. Und ich habe diese Bolognese jetzt schon öfter zubereitet und damals ganz am Anfang, wo ich solche Sachen ausprobiert habe, eben auf Fleisch zu verzichten und so weiter, dann habe ich das natürlich auch anderen Personen serviert, die auch Fleisch essen. Und ich habe natürlich nichts gesagt und wollte ausprobieren, was da für ein Feedback kommt. Und die haben es tatsächlich nicht gemerkt. Die waren zwar stutzig, weil sie ja wussten, dass ich immer mehr darauf verzichte. Und ja, das war ganz lustig. Sie haben dann wirklich erstaunlicherweise gesagt, es schmeckt gut. Würde man jetzt gar nicht merken. Ja, also das müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Ich finde nämlich auch, man schmeckt es nicht raus. Wenn man das alles richtig gut würzt und vom Aussehen sieht es eh ziemlich ähnlich aus. Also die, wo nicht so genau schauen und sich nicht so gut auskennen, die werden es nicht merken. Und so reicht das Ganze jetzt schon aus. Ihr seht, es ist ein bisschen krümelig. Da könnt ihr ein bisschen selber schauen, wie ihr das gerne haben möchtet. Aber so ist es vollkommen in Ordnung. Und jetzt kann ich weitermachen. Und zwar kümmere ich mich jetzt um die Zwiebeln. Da könnt ihr natürlich die Zwiebeln verwenden, die ihr gerne habt. Ich habe jetzt hier zwei Schalotten. Ihr könnt auch natürlich nur eine benutzen, wenn ihr das lieber habt oder weniger oder gar keine. Knoblauch könnt ihr natürlich auch noch zugeben. Das habe ich jetzt aber gerade nicht da. Deshalb werde ich später Knoblauchpulver verwenden. Aber natürlich könnt ihr auch frischen verwenden. Und dann gebe ich noch als frische Zutat Karotten dazu. Da könnt ihr auch entscheiden, wollt ihr eine oder zwei. Also je nachdem, wie groß eure Menge dann werden wird. Und bei der Zwiebel ist es immer ganz wichtig, dass ihr unten die Wurzel dran lässt. Das ist ein Tipp, damit das Ganze eben zusammenhält und praktisch ihr das dann gut schneiden könnt und euch das alles nicht auseinanderfällt, wenn ihr die Zwiebel dann würfelt. Und Zwiebelschneiden ist immer so eine Sache bei meinen Schülern in der Schule. Sie wissen dann wirklich oft nicht, wie das funktioniert und das muss ich immer eigentlich 100 Mal erklären, bis sie es dann verstanden haben und oft schneiden sie mir eben die Wurzel weg und dann fällt es natürlich alles auseinander und ist recht mühsam und dann muss noch natürlich geweint werden und ja, also das ist jedes Mal ein Ding. Deshalb eigentlich ist es wirklich einfach. Man halbiert jetzt die Zwiebel und dann schneidet man hier so längs hinein, aber halt eben nicht bis ganz nach hinten, weil da ist ja auch dann die Wurzel. Und jetzt hebt das Ganze halt immer noch zusammen. Dann schneidet man hier nochmal so längs rein, je nachdem wie oft es geht, ein bis zweimal. Und dann einfach hier von oben nach unten, dann erhält man natürlich ganz schöne feine Würfelchen. Fertig und hier das letzte Stück, also die Wurzel, die bleibt dann übrig und dann kann man die so einfach in den Müll schmeißen. Und das war schon die Kunst der Zwiebelschneiderei, was meine Schüler immer ein bisschen verzweifeln lässt. Und dazu habe ich auch noch eine lustige Geschichte und zwar waren wir einmal im Lager, also im Schullandheim mit den Schülern und da hatten wir eine Köchin dabei und die musste natürlich auch Unmengen an Zwiebeln schneiden. Und dann habe ich ihr geholfen und plötzlich packt sie ihre Taucherbrille aus. Hat sie ihre Taucherbrille ausgepackt und die angezogen. Und als dann die Schüler kamen zum Helfen, dann war natürlich erstmal richtig was zu lachen. Also das ist dann ein Tipp für euch, wenn ihr es nicht aushält. So viel ich weiß, also Taucherbrille aufziehen, gut lüften. Oder zum Beispiel auch die Zwiebel davor kalt abwaschen. Das sind so die Tricks, die ich schon gelesen habe, gesehen habe, gehört habe. Ja, muss man einfach mal ausprobieren. So, die Zwiebeln sind jetzt fertig. Die gebe ich jetzt auch in den Teller hinzu zu dem Tofu. So, dann habe ich jetzt hier nämlich wieder Platz und es ist wieder ordentlich. Jetzt kann ich mich um die Karotten kümmern. Die werde ich jetzt zuallererst schälen. Und jetzt werde ich das noch in kleine Stücke schneiden.
Und das mache ich immer am besten so. Einmal halbieren und dann nochmal die Hälften halbieren. Dann habe ich jetzt hier Viertelstücke. Dann mache ich das gleich noch mit der auf. Huch. Und dann kann ich die alle zusammennehmen und gleich in einem Zug durchschneiden. Und da ist es am besten, dass die Karotten richtig, richtig fein sind, weil die sind ja ziemlich hart und brauchen ja dann auch länger zum Kochen, bis sie weich sind. Deshalb immer darauf achten, dass ihr sie wirklich fein schneidet. Jetzt gebe ich als erstes ein bisschen Olivenöl in meine Pfanne. Und als nächstes kommen dann die Zwiebeln mit dem Tofu hinein. Und das Ganze wird jetzt erstmal schön angebraten, eine Weile lang. Und dann geht es weiter mit den restlichen Zutaten. Wenn das Ganze dann ein bisschen angebraten ist, dann geht es weiter. Und zwar gebe ich jetzt noch ein bisschen Tomatenmark hinzu. Dann gebe ich schon mal die Gewürze hinzu und zwar verschiedene Kräuter, italienische Kräuter natürlich am besten. Da eignet sich natürlich Basilikum, Oregano, Thymian, Rosmarin, Petersilie, alles was ihr einfach zu Hause habt, könnt ihr hinzufügen. Und dann gebe ich noch ein bisschen Paprikapulver hinzu und noch Knoblauchpulver. Wer aber eben frischen Knoblauch gerade zu Hause hat, kann natürlich gerne diesen verwenden. Das Ganze lasse ich jetzt kurz anbraten, damit sich die Aromen auch entfalten können und dann das alles auch richtig schön lecker schmeckt. So, als nächstes gebe ich jetzt die Karotten hinzu. Dann gebe ich noch ein bisschen Linsen hinzu. Die sind nicht super gesund, bringen nochmal Proteine mit rein, genauso wie eben Tofu. Wer das nicht so gerne hat, kann das zum Beispiel weglassen, nur Tofu benutzen. Oder was ihr auch machen könntet, Tofu weglassen und nur Linsen benutzen. Schmeckt auch super, super lecker. Dann gebe ich eine Dose gehackte Tomaten hinzu. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen Wasser hinzu. Und das mache ich meistens immer so, dass ich unter dem Wasserhahn ein bisschen Wasser hier reingebe, dann kann ich das Ganze nämlich nochmal ausspülen und dann gebe ich das Ganze hinzu und da schaut ihr ein bisschen von der Menge, je nachdem wie flüssig ihr das Ganze haben möchtet. Und dann gebe ich noch ein bisschen Gemüsebrühe hinzu statt Salz und zwar habe ich dieses selbst gemacht. Das ist eine einfache Gemüsepaste aus dem Mixer, super einfach und da habe ich bereits ein Video dazu gemacht. Und das verlinke ich euch da oben oder in der Infobox, da könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Super einfach, super gesund, ohne irgendwelche Konservierungsstoffe drin, ohne Zucker und richtig, richtig lecker. Und dann gebe ich noch ein bisschen Pfeffer hinzu. Jetzt mische ich das Ganze dann schön durch und lasse es köcheln und zwar so auf kleiner bis mittlerer Stufe. Wichtig noch, einen Deckel drauf geben und jetzt müssen wir das so lang kochen, bis die Karotten schön weich werden und dann einfach am Schluss nochmal gut abschmecken, ob es genug salzig ist, ob es für euch so passt. Und ja, dann lassen wir das so lange kochen, bis es eine schöne Konsistenz hat, eventuell noch ein bisschen Wasser hinzugeben, da schaut ihr einfach ein bisschen nach Gefühl und dann habt ihr eine super leckere Bolognese und in der Zwischenzeit koche ich jetzt schon mal meine Pasta. Und so ist meine Bolognese jetzt schon fertig. Die muss ein paar Minuten kochen, bis es alles wirklich schön weich ist. Da probiert ihr am besten immer wieder nach, ob es so für euch passt oder ob das mehr Biss braucht, wie ihr das gerne halt haben möchtet. Und ja, jetzt können wir schon servieren. Wie immer findet ihr die ganzen Mengenangaben natürlich auf meinem Blog, fraujannik.com. Schaut dort gerne vorbei und besucht mich dort. Dort habe ich eben alles immer für euch aufgeschrieben, noch Tipps und so weiter. Und da könnt ihr natürlich auch gerne mir kommentieren, wie es euch geschmeckt hat. Und da freue ich mich jedes Mal drüber. Und jetzt habe ich hier Pasta. Und zwar nehme ich jetzt hier immer Dinkelvollkornpasta, weil ich die Weizenpasta nicht mehr esse. Und da finde ich das eine super Alternative und schmeckt mir richtig gut. Wer mag, kann jetzt natürlich noch Parmesan drüber geben oder wer das Ganze vegan halten möchte, da könnt ihr Hefeflocken benutzen. Das ist sozusagen der vegane Käseersatz und da gibt es noch einen super Tipp und zwar könnt ihr Cashews einfach fein mahlen in einer Küchenmaschine und mit diesen Hefeflocken zusammenmischen und es schmeckt dann und sieht auch so aus wie Parmesan und hat einen ähnlichen Geschmack, natürlich nicht ganz, aber es sieht so aus und ist doch ein cooler Ersatz. Kann man mal ausprobieren und schauen, wie es einem schmeckt.
Und so schnell und einfach habt ihr leckere Bolognese gemacht, auch mal ganz ohne Fleisch, also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren und euch mal davon überzeugen, ob euch das auch schmecken würde. Ich finde es genial und ich liebe dieses Gericht. Und vor allem kann man auch gleich mehrere größere Mengen herstellen und die dann im Kühlschrank lagern oder auch zum Beispiel einfrieren und dann habt ihr längere Zeit was davon. Also Meal Preppen. Und ich finde es auch immer sehr, sehr lecker, wenn es eben einen Tag später ist, dann kann es nämlich ganz das Ganze nochmal gut durchziehen und dann finde ich, schmeckt es immer noch besser eigentlich. Ja, und wenn ihr das Ganze ausprobiert und Fotos macht, dann freue ich mich natürlich immer, wenn ich die von euch geschickt bekomme. Am besten geht es natürlich auf Instagram und da, wenn ihr den Hashtag Froyanik benutzt, dann kann ich die nämlich sehen und ich freue mich jedes Mal riesig darüber. So, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren, einen ganz, ganz schönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Froyanik.